kannst ja auch leider keinen 450-Euro-Job. Da bist du denn trotzdem über ein Jobcenter. 450-Euro-Job bist du trotzdem nicht versichert. Ich hatte ja damals auch erstmal einen 450-Euro-Job gehabt und musste damals mich krankenversichern von meinem 450-Euro-Job. Das waren aber 150 Euro, die ich damals zahlen musste. Weil die können ja dann nicht von dir, keine Ahnung, was verlangen, ne? Oha. Ja, okay, das sieht komisch aus, der Schaden. Ja, und wenn ich irgendwie so einen Teilzeitjob annehme, habe ich weniger Geld als jetzt im Monat. An alle Einheiten, wir brauchen Hilfe bei einer Straßenblockade. Kann man den Funkspruch leiser machen? Das ist so laut, Dialoge. Auffahrt zu entsperren. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Dragon, danke schön für deinen Lurk. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Oha, wie ist denn er hier gerade rumgepäst? Ja, das ist schon alles ein bisschen doof. Ich will nicht sagen, dass das Jobcenter einen Stein in den Weg legt für die Selbstständigkeit. Aber ja, also das auf jeden Fall nicht. Die unterstützen da einen schon und stehen einen auch zur Seite mit Rat und Tat. Also mehr mit Rat als Tat. Ja. Aber so, klar, die Idee an sich ist super. Sich einen Job suchen, wo man versichert ist. Oh. Aber wie gesagt, wenn man halt ein Gewerbe hat, übernimmt das nicht komplett der Arbeitgeber dann. Und da man den eh schon weniger Geld hat, hast du ja dann noch weniger Geld, weil er wieder was für die Versicherung zuzahlen muss. Ja, ja, ja. Ich überlege mir das nächstes Jahr nochmal im Sommer, ob ich beim Jobcenter rausgehe. Da sieht das dann wieder alles ein bisschen anders aus. Zumal ich eh nicht vermittelbar bin. Seit Januar diesen Jahres. Warte mal, die Orangen, ne? Nee, warte mal, welche müssen wir denn? Ja. Kann gar nicht sehen hier. So. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit für eine Tagesmutter nach dem Kindergarten oder nächstes Jahr nach der Schule. Musst aber auch selber zahlen, die Tagesmutter. Und dann würde Milan morgens um 8 Uhr abgeholt werden mit dem Bus und er wäre abends um 18.30 Uhr wieder zu Hause. Ja, schaffen wir das noch? Eigentlich sollte das machbar sein hier. Ja, ich schreibe die nachher auf jeden Fall nochmal. Kriegst du gerade mal eine gute Nachtnachricht. Oh, ernsthaft. Ernsthaft. Ich stehe doch drin. Ach so, jetzt da oben, okay. Abschluss. Oh, sehr gute XP bekommen. Für sowas Kleines doch ganz okay. Müssten wir jetzt eigentlich. Ja, eine noch und dann haben wir das auch. Dann kommen wir nur in den Rang hoch. Welchen Rang kriegen wir dann? Oh. Okay, 27. Dann. Zack, 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 zack. So.
weiter. Immer vorne reingehen, den lädt er nicht. Hinten lädt er immer bei den. Was ist hier los? Bei der Tür. Noch eine Straßenblockade machen, bitte. Ist ja schön und gut, dass er jetzt mitkommt, ja? Aber es geht ja ewig im Weg rum. Mann, Mann, Mann. Junge. An alle Einheiten. Kann jemand spontan helfen, Auf- und Abfahrten zu sperren? Leise Wagen 1 für Leitstelle. Oder? Wir übernehmen das. Das ist nicht leiser geworden. Wenigstens ist es jetzt mal eine andere, also wenigstens ist es jetzt eine andere Richtung als davor. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es die gleiche Richtung wieder ist. Wenn nicht sogar exakt die gleiche Stelle. Jetzt habe ich hier vier Getränke stehen. Einmal einen Energy, einen kalten Kaffee und einen kalten Kaffee aus der Maschine und Wasser. Fehlt nur noch ein Bier. Soweit. Na, schaffen wir. Gar kein Problem. Blockier die Straße, jawohl. Schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oder? Es ist einfach gesperrt gewesen da vorne. Die Maps. Das ist jetzt doof, ne? Mit Schaden nehmen ist jetzt echt eine ganz andere Hausnummer hier. Oh, Alter, diese Bremse, ey. Bitte nochmal die Bremse fixen. Fahr zum Zielort, das ist mein Plan, jawohl. Mal andere Soundtrack hätten wir auch mal einfügen können. Hä? Ist das jetzt richtig hier? Ja, anscheinend schon. Hä? Alter. Also leiten lassen an der Leitplanke geht jetzt nicht mehr so gut. Wegs würde da irgendwie nichts abgezogen, also glaube ich zumindest, dass nichts abgezogen wird. Weiß ich nicht. Hör auf damit. Mach. Was? Nein. Ach, hier schon. Oh, war knapp geworden. War noch knapp. Sehr gut. Kurze Zeit später. Neuer Rang. Fortschritt. Streichel zwei Hunde. Wo soll ich denn zwei Hunde finden? Na komm.
Überprüfe zwei stehengebliebene Fahrer in der Nachtschicht. Strafe zwei Fahrer in einer Verkehrskontrolle richtigerweise mit einem Bußgeld. Okay, also viele Verkehrskontrollen. Liegengebliebenes Fahrzeug. Zeigt er ja gar nicht an, ne? Also einmal habe ich schon eins gesehen. Ja, wir fahren erstmal und halten hier ein paar an. Den hält man. Wir müssen ja jetzt hier andauernd nur LKWs anhalten. Die dauern natürlich auch mal ein bisschen länger, ne? Okay, da kommt er nicht mit. Gut, was soll er da auch helfen? Guten Tag. Tag auch. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ja, das können wir überspringen mit den Papieren immer. Das müssen wir uns ja nicht jedes Mal anhören. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Bitte hab irgendeinen Verstoß. Ah, sehr gut. Schon mal ein Verstoß, das ist ja schon mal gut. Die Ruhezeiten wurden offenbar nicht eingehalten. Wir sind hier fertig. Bitte warten Sie kurz. So. So. Vorhanden. Ja. Vorhanden. Vorhanden. Gar nicht, wie wir so ein LKW haben darf. Weiß ich gar nicht. Und ein LKW braucht, glaube ich, auch mehr Profiltiefe als 1,6 wie beim Auto, ne? Glaube ich, bin ich der Meinung. Ja, aber das sollte, glaube ich, gut sein. 8 Kilo, 8000, glaube ich, weiß ich nicht. Also gucken wir mal hier. Passt auch. Kennzeichen noch hinten. Jo. So, was hat er? Obst. Oh nö. Ich mache hier mal so stichprobenartig, weil ich glaube, man sollte das schon, oder? Naja gut, guck mal, das geht ja relativ zügig hier. Nicht, dass da doch irgendwo was versteckt ist und gerade wenn er schon seine Dingszeit nicht eingehalten hat, da weiß ich ja nicht, ob so ein kleines Tütchen vielleicht mit Mehl hier drunter liegt oder so. Unter einem so einem. Ist das Orange? Clementine? So, haben wir hier. Vielleicht haben sie das ja auch mal gefixt. Dass da vielleicht auch mal was sein kann. Könnte man auch einen Knopf einfügen, wo man sagt, okay, alle hochheben, ne? Oder zumindest vier auf einmal oder so. So. Ich würde gerne wissen, wie das aussieht, wenn man da was findet.
Guck mal, die Hälfte haben wir gleich schon geschafft. Danach auf jeden Fall keinen LKW mehr anhalten, wenn der wieder sowas hat. So, nächste. So. Vorletzte. Es gibt bestimmt irgendeine Funktion. Irgendwas gibt es doch bestimmt, aber ich sehe hier auch nichts. Befund ein, ausschalten. Auch nichts. Und die letzte Kiste. Irgendwie sieht das heller aus hier, ne? Gut, weil wir vielleicht vorne sind am Licht. Sieht irgendwie komisch aus. Nein, das ist das Licht. Was ist eigentlich mit denen da drunter? Okay, nichts gefunden. In allen 6 Kisten nicht, okay. Strafe gibt's trotzdem. Damit ist die Kontrolle fast beendet. Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. Sehr gut. Sehr gut. Einen noch dann. Und die andere... Was war das jetzt noch? Ja, wir können ja mal auf die Karte gucken. Wenn wir da nicht relativ zügig was finden, kaufen wir uns das einfach. Ich sehe hier halt in der Nacht steht halt auch nirgendwo Autos. Weiß nicht, ob man da auch zufällig dran vorbeifahren muss. Wir haben auf jeden Fall schon mal was angezeigt bekommen an der Karte oder auf der Karte. Ich weiß nicht, ob wir da gerade zufällig dran vorbeigefahren sind, dass das Sinn angezeigt hat. Baustelle habe ich auch noch nicht gesehen. Auf der Autobahn. Wir halten jetzt nicht gleich jedes x-beliebige Auto an. Wir gucken mal ruhig. Ein bisschen. Das Auto können wir ja mal rausziehen. Weiß gar nicht, wenn Licht kaputt ist, müsste er es doch auch eigentlich anzeigen. Müsste man ja eigentlich erkennen können. Der hat doch irgendwas. Das ist aber, was du willst. Hallo. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ja, sieht ganz normal aus. Kuhn, Ulrich. Sieht alles in Ordnung aus.
Ich werde Ihr Fahrzeug und... Naja. Das ist ja auch nur hier und also die vorne und hinten die Achse passt und nicht auf der anderen Seite, ne? Da geht er einfach von aus, dass es passt. Ah, ich drücke immer auf Escape, ey. Jo. Oha. Oha. Da ist eine Wodkaflasche. Aha, War Machine. Ein Puzzle. 7 plus 2500 Teile. Aha. Die ist alle, ne? Oder? Man kennt das nicht. Die sieht oben noch geschlossen aus, aber sieht alle leer aus. Die schimmert da, aber die schimmert überall. Ich dachte gerade, dass man es vielleicht erkennen kann ab noch. Ich glaube, der hat gesüppelt. Wir machen einen Drogentest. Das ist ein Anzeichen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Locker. Immer eben einer rauchen. Alles klar, Eggy. Da sind Sie aber gewaltig übers Ziel hinausgeschossen. Mach ich das auch mal. Sie sind den Führerschein erstmal los und begleiten uns zur Wache. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Juckt ihn auch gar nicht, ne? Juckt ihn einfach null. Mal gucken, sitzt er auf dem Dach oder? Ein Alkohol richtig was angeordnet, die Waffen wurden mir vorgenommen. Das ist ein sehr gut, sehr, sehr gut. Stimmt, wir haben ihn ja jetzt nicht bestraft wegen einem Bußgeld. Stimmt ja. Gut, ist aber auch egal. Das war doch mal was. Komm, wir können ja mal kurz mit den Kollegen quatschen. Und ich gucke in der Zeit mal. Howdy! Was ist? Howdy, ist denn nichts, das du mir erzählen willst? Nein, außerdem hängst du doch sowieso schon die ganze Zeit mit mir rum. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Howdy! Am Babyfon alles gut. Am Babyfon alles gut. Howdy, sagt er. Howdy! Howdy, wenn, Junge. Howdy, Partner. So, liegen gebliebenes Fahrzeug. Wäre ich schon sehr erfreut drüber. Ne. Ich würde gerne mal hier lang fahren. Lass uns die Strecke ruhig mal abdüsen. Vielleicht sehen wir ja eins. Und wenn wir die Strecke abgedüst haben bis zu dem Punkt, dann hiken wir das nächste Auto an. Um dass wir da halt auch vorankommen. Wir können gerne noch so einen Spezialauftrag annehmen heute. Das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Das hier finde ich auch wiederum, ne, weil, hatte ich ja gesagt, bei Anfang der Aufnahme, ne, YouTube, wollte ich eigentlich Foodtruck machen. Aber ich finde, das hier ist schon was ganz anderes als Foodtruck. Das ist schon ein bisschen mehr Abwechslung. Nicht immer, aber schon ein bisschen mehr. Als beim Foodtruck. Definitiv.
gerade jetzt auch mit diesem doch relativ guten Update, was sie jetzt gebracht haben, ist es zwar noch einiges zu machen. Achtung an alle Einsatzfahrzeuge. Auf der A41, Fahrtrichtung Leibhausen, kam es zu einer Massenkarambolage. Alle freien Einsatzkräfte sollen am Unfallort die Maßnahmen von Feuerwehr und Sanitätern unterstützen. Okay. Hier Wagen 3. Wir machen uns sofort auf den Weg. Ja, wir wollen hier auch. Wagen 15. Wir sind auf dem Weg. Hier Wagen 6. Wir sind schon dabei. Ich will auch. Komm, dann machen wir Happa mit dem Papa. Happa, Happa mit dem Papa. Komm, dann machen wir. Ah, sehr gut. Der Papa ist im Stream. Der Papa guckt den Polizeisimulator zu. Sauber, sauber. Hast du eine Pülli offen? Oder hast du einen Kaffee? Guckt die Mutti auch zu oder nicht? ganz kurz, wo ist denn der Punkt hin? Der ist weg. Okay. Nein, aber... Ach, der Rolf guckt zu. Ach so. Na, der kann sich auch mal Twitch machen. Der kann mir abends auch mal zugucken. Oh. Da ist ein liegen gebliebenes Auto. Helfen wir doch gerne. Hallo, stimmt hallo. Etwas mit Ihrem Wagen, nicht? Ja, hallo. Kann sein, dass ich über irgendwas gefahren bin. Also bin ich lieber rausgefahren. Ist schon ein Abschleppwagen unterwegs? Ja, der sollte auch bald da sein. In Ordnung. Dann machen wir mal weiter. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Wie unfreundlich er gleich wird, ne? Gesicht passt. Nico Dresden, ja, alles klar. Sieht alles in Ordnung aus. Sie haben kein Warndreieck aufgestellt. Das ist gefährlich für Sie und andere Verkehrsteilnehmer. Wir sehen uns eben um. Bleiben Sie bitte hier. Gleich erstmal ja, liegen geblieben und gleich erstmal richtig ankacken, den Typen, ne? Richtig ankacken. So, was? Ich kann gar nichts untersuchen? Okay, das ist gültig. Ich kann nicht in den Kofferraum reingucken. Ich kann die Reifen auch nicht, doch hier. Ah, ist kaputt. Ah, das sieht nicht gut aus. Na, Junge. Alter, was hat denn der gemacht, Mann? Okay, man sieht unten, die ist gebrochen. Alles klar. Bin vom Fach. Oh, warte mal. Warten Sie hier. Wir sehen uns um. Wie unfreundlich er ist. Okay, das hat er an. Kontrolle, Warnung, okay. Kein Bußgeld, oder? Er hat doch einfach nur kein Warndreieck aufgestellt. Wir sind oder? Hier fertig. Ihr Abschleppwagen ist sicherlich auch gleich da. Die Weiterfahrt wurde fälschlicherweise erlaubt. Ich hätte ein Bußgeld vergeben müssen wegen dem Warndreieck. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass das ein Bußgeld mit sich zieht. Haben wir den Punkt abgehakt? Ja, okay, sehr gut. Gut, 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 gut. Ja, ich weiß, der schlenkert, aber ich will ihn nicht anhalten. Der wird besoffen sein. Den will ich jetzt nicht anhalten, weil den müssen wir den wieder mitnehmen und den kriegen wir das nicht abgehakt. Also lassen wir den Besoffenen ruhig weiterfahren. So. Alter, die sind alle voll hier auf der Autobahn. Guck mal, der ist auch besoffen.
Ist das vielleicht der Moppy? So. Anhalten! Hier fährt ein Bus, mein Bus. Guten Tag. Tag auch. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Eberhard, Janina Eberhard. Sieht alles in Ordnung aus. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Okay. Passt. Oh Mann, Benedikt, kennst du das auch? Spielst Spiele, wo immer auf Escape das Menü zu beenden ist. Und dann hast du ein Spiel, wo nicht Escape zu beenden ist. Oh, ich finde das so furchtbar. Okay, noch haben wir nichts entdeckt. Das ist doch... Das ist Wasser. Aber wie ich sehe. Ach ja, du. Ja, komm. Ich hab nichts gesagt. Das hat er nicht da. Stimmt, du zockst der Konsole. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich vergaß. Okay, die sind alle da. Aber Alkoholtest ist gerechtfertigt. Vielen Dank für Ihre Geduld. Junge! War der laut, Alter. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Ich habe nichts gemacht. Sie brauchen nichts zu testen. Wenn Sie Ärger vermeiden und uns allen Zeit sparen wollen, dann stimmen Sie diesem Test jetzt zu. Schon gut, schon gut. Dann machen wir es halt. Ich vermisse Eggy. Der Eggy ist gerade einer rauchen. Da sind sie aber gewaltig übers Ziel hinausgeschossen. Dafür werden sie den Führerschein abgeben müssen. Sie kommen mit uns. Tun sie, was sie nicht lassen können. Am 30. ist der Eggy ja in Leben. Andreotti, der ist nicht da. Der ist nicht so oft hier drin im Stream. Einmal die Woche zocken wir zusammen und die anderen Male ab und zu guckt er mal rein, aber nicht so sehr oft. Nicht mehr so oft. Das war auch mal mehr. So. Andreotti.